Es ist die Art zu denken, die mich fasziniert am Studium der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb ich dieses Studium gewählt habe. Anhand von Texten und Sprache analysieren wir, wie Ursachen zusammenhängen und Sinn generiert werden kann. In der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft fasziniert mich, dass ich damit so viel über unsere Gesellschaft und Kultur aussagen kann. Wir starten zwar immer in und bei den Texten, aber eigentlich sind wir ganz nah am Menschen dran. In der älteren deutschen Literaturwissenschaft war für mich erhellend zu sehen, dass zum Beispiel Geschichten von Drachen und Rittern nicht nur Märchen sind, die heute noch Kinder- oder Mittelalterliebhaberinnen interessieren, sondern dass man aus solchen Texten viel lernen kann über das soziale Gefüge damals einerseits und andererseits aber auch über die Zeit heute, weil man merkt, dass die Themen durch die Zeit immer noch beschäftigen. Was ich bisher am meisten gelernt habe im Studium, ist genau hinzuschauen, Texte wirklich sauber zu lesen und mich auch mit verschiedenen Forschungsmeinungen auseinanderzusetzen. Also auch einen eigenen Standpunkt zu entwickeln in einer Auseinandersetzung mit anderen Ansichten und dies auch wirklich vor anderen zu vertreten. Das verrückteste Seminar, das ich besucht habe, war im Bereich der Linguistik. Dort haben wir Menschen beobachtet, wie sie ein Billett am SBB-Schalter kaufen. Was daran deutlich wurde, war, wie sehr wir nach Handlungsschemata agieren, ohne dass es dafür eine festgeschriebene Regel gäbe oder dass uns diese Regel bewusst ist. Und doch handeln wir intuitiv nach Mustern, ohne genau zu wissen, weshalb. In einem Seminar haben wir uns mit Dürrenmatt-Texten beschäftigt, konkret mit der Justiz von Dürrenmatt, und haben in diesem Kontext auch mit dem Schauspieler aus Zürich zusammengearbeitet und an dieser Inszenierung, wenn nicht mitgewirkt, dann doch stark mitgedacht. Und so kann man auch im Studium schon Berufsbilder kennenlernen, wie zum Beispiel eben das Theater oder Verlagshäuser oder den Journalismus. In einem Rhetorikseminar mussten wir mal 10 Minuten lang mit uns selbst reden und das war zuerst komisch, aber dann sehr hemmschwellensenkend und spannend zu sehen, was man während 10 Minuten lang eigentlich alles so denken kann. Gerne lesen ist sicher eine gute Voraussetzung, aber ich würde sagen, es reicht nicht. Man muss sehr viele verschiedene Texte lesen, manchmal auch über seinen eigenen Schatten springen und in neue Genres eintauchen, die man entweder noch nicht kennt oder die einem auch nicht so gut gefallen. Und ich habe mich eigentlich schon immer gerne mit Texten auseinandergesetzt und auch in der Schule schon immer gerne zwischen den Zeilen gelesen. Und schlussendlich war es mir sehr wichtig, etwas zu studieren, was mich wirklich begeistert. Aus dem Gymnasium kennt man ja die Beschäftigung mit Klassikern wie zum Beispiel Goethe, Faust oder Nathan der Weise. Und was mich dann im Studium überrascht hat, ist, wie man in die Breite geht und wie man vielleicht plötzlich ein ganzes Semester lang nur noch Kafka liest. Und einerseits hier an den Inhalten und am eigenen Interesse dranbleibt und andererseits aber auch wirklich lernt, das Material der Literatur irgendwie nutzbar zu machen für Kontexte, die dann auch nach dem Studium noch relevant sind. Ich habe mich vor allem für Zürich entschieden, weil man hier die Möglichkeit hat, eigene Schwerpunkte zu setzen in seinem Studium. Ich habe schon im Gymnasium gemerkt, dass mich vor allem auch die formale Seite der deutschen Sprache, die Überlieferung auch und die Geschichte sehr interessiert. Und da man in der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich die Möglichkeit hat, individuelle Schwerpunkte zu setzen, war das für mich ein sehr starkes Argument, mich hier zu bewerben. Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft würde ich wieder an der UZH studieren, weil wir hier die Möglichkeit haben, als Studierende in viele verschiedene Teilbereiche hineinzublicken und auch unser Wissen praktisch anzuwenden. Es gibt beispielsweise in der neueren deutschen Literatur das Schweizer Buchjahr. Das ist ein Blog, der öffentlich zugänglich ist, wo Studierende Bücher rezensieren können.
Im Studium habe ich gelernt, dass wenn man sich die Zeit nimmt, die Dinge viel sorgfältiger anzuschauen, als man das normalerweise tut, dass sich dann komplett neue und unerwartete Welten eröffnen können. Mir gefällt am Deutschen Seminar in Zürich besonders die Vielfalt an Menschen, Themen und Figuren. Ich glaube, jeder und jede kann sich hier irgendwie zugehörig fühlen, egal wie singulär das Interesse ist.